Ja, Jungs, ich glaube, ich habe was für euch. Wow. Wir arbeiten Tag und Nacht. Meine Männer können nicht schneller. Ich fragte, ob sie bereit ist. Fast bereit. Dann müsst ihr noch eine Nachtschicht einlegen. Jetzt wird gekämpft. Okay. Zieh dich deine Waffe, Mann. Und die da drüben checken gar nichts. Okay, ich hab gehalten. Alles gut? Jo, sehe ich schon so. So viel dazu. Also gut sind sie ja nicht, die Jungs. Da oben ist einer. Ach, hier sind sie. Okay. Ich war gerade etwas verwirrt. So viel zu den Bauplänen. Das Trockendockfluten und die maritime Mission... Mission nicht. Die maritime Mission gibt es erst in Assassin's Creed 3. Maritime Kriegsmaschine stehlen. Das sollte ich auch hinkriegen. Tja, Kollege, das hättest du dir früher überlegen sollen, was du hier machst. Da sehe ich gleich schon den nächsten, dem verpasse ich einen Giftpfeil. Dann stirb du mal, Kollege. Soll mir recht sein. Ist ja dann nicht mehr mein Problem, ja. Sehe ich jetzt einfach mal so. Okay. Und da hinten sehe ich doch schon wieder den nächsten. Jetzt muss ich mich beeilen, denn jetzt sieht er mich im Moment nicht. Zack, weg. Sehr schön. Plündere noch mal ein bisschen. Okay, Gift nochmal bekommen, sehr gut. Ja, sehr schön. Schon sind wir hier. Jetzt muss geflutet werden. Ob wir gleich noch was zerstören dürfen, wäre natürlich auch cool. Ich bin gespannt. Mal sehen, ob du die Hand beißt, die dich füttert. Ja. Dürfen wir jetzt was zerstören? Das Borgia-Schiff durch Schüsse auf die Segel zerstören. Okay. Mhm, die Segel zerstören, okay. Aua. Wow, das wird... gar nicht so einfach. Oi. Okay. Und umschalten. Okay. Umschalten, zielen, Feuer. Und umschalten. Und weiter. Das Schiff ist Geschichte. Und da kommen die nächsten schon. Wow. Boah, jetzt können wir schon ganze Schiffe zerstören. Okay, die Kriegsmaschine ist sehr gut. Das muss man schon mal so sagen. Und die Borgia-Schiffe sind schlecht gebaut. Das muss man auch sagen.
Drei Stück. Ach du Scheiße. Neun Segel zerstören. Na super. Umschalten. Boah, das Ding ist ja jetzt schon fast kaputt. Shit. Das sah gerade schon extrem kaputt aus, deswegen war ich etwas vorsichtig. Dass natürlich so betrieben wird, so von dem Prinzip des Bewegens her, ist schon ein bisschen blöd. Und umschalten. Sag ich ja. Umschalten und schon mal Feuer bereit machen. Und Feuer. Dann schnell mal umschalten. Ein bisschen rudern. Umschalten. Feuer. Nachladen. Feuer. Und weiter. Weg hier. So, weg hier. Super, das hat nicht getroffen. Oh. Das hat echt nicht getroffen. Was für ein Scheiß. Schieß. Ah, Moment, ich muss nochmal. Oh. Weg hier. Okay, sieht schon mal, jetzt schon mal gut aus. Nur das hier dran. Schnell, lad nach. Schnell, Ruder, 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 Ruder. Boah. Und letztes. Sehr gut. Sie gehen von Bord. Ich habe mich da mal ein bisschen ausgetobt. Kann man sagen. Ach ja, und jetzt müssen wir es doch selbst kaputt machen. Schade drum, aber naja. Kommt es jedenfalls noch nicht in falsche Hände. Plus 1700. Eines der drei Tore öffnen. Was war damit gemeint? Eines der drei Tore öffnen. Ich überlege echt, welches Tor gemeint war. War das das Tor, was ich geöffnet hatte, ja, ganz am Anfang? Man weiß es nicht. Das ist blöd. Aber gut. Somit wäre diese Kriegsmaschine auch erledigt. So, dann können wir jetzt mal schauen, was hier als nächstes kommt, was wir kaufen könnten. Das wird wohl zu teuer sein. Taubenschläge, Kurtisanenauftrag. Die können wir natürlich heute auch machen. Dann haben wir hier noch ein leeres Fraktionsgebäude. Ja, noch ein Fraktionsgebäude hier. Und den Kurtisanenauftrag. Und dann können wir in den nächsten Bereich hier gehen. Hier ist auch nochmal ein Leonardo. Also da gibt es auch schon noch einiges zu tun. Okay. Soweit, so gut. Wir wissen ja jetzt, was wir machen wollen. 500 Meter können wir zurück... Oder eher gesagt, müssen wir zurücklegen. Okay. Denn ich glaube, unsere Assassinen hatten ja alle neue Level erreicht. Unter anderem. Da ist keiner drin. Entschuldigung. Ich hab doch gesagt, Entschuldigung. Mensch. Ich kann auch nicht alles sagen. Hoppala. Du verdienst deine Belohnung. Ihr entkommt mir nicht.
Ja, dann leg los. Tö. Cool. Tja, ich bin immer noch euer Meister, ja? Entschuldigung, ich will dich doch gar nicht angreifen. Und bei den schnapp ich mir. Verdammt, ich hab's aus den Augen verloren. Aber ich kann meinen Assassinen gerade auch nicht alleine lassen. Okay. Scheinbar doch. Na Jungs, habt ihr mich verloren? Ja gut, ach. Was? Scheiße. Gut, wurde schwer verletzt, fuck. Bin gleich da. Nein! Scheiße! Das darf nicht passieren. Jetzt hau ab, Kollege. Scheiße. Und die war gut. Shit. Dann sollte ich sie. Mit dem Level sollte ich sie doch noch nicht alleine lassen. Shit. Ja, das. Ich glaube echt, das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Ja. Auch bei zweimaligen Durchspielen ist mir das zum ersten Mal passiert, dass jetzt wirklich ein Assassine, einer der Rekruten, gestorben ist bei der ganzen Aktion hier. Unschön. Auf jeden Fall unschön. Dann schauen wir jetzt mal nach, was denn mit den restlichen los ist. Wie weit die sind, stufentechnisch. Und vielleicht, was man denen noch geben kann jetzt. Dafür ab zum Taubenschlag. Ich weiß gar nicht, wird das auch irgendwo festgehalten, falls mal ein Rekrut stirbt? Fände ich mal ganz gut zu wissen. Borgia-Flaggen. Dein Pferd bringt mir hier oben nichts, also. Es passt nicht. Okay. Ein Wissenschaftler verteilen, das hat funktioniert. Yo, 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 yo. Ein Punkt ist frei. Shit. Das war doch nicht nötig. Das war echt mit einer von meinen besten. Das ist scheiße. Nein, das ist etwas zu schlecht. Ja klar! Quatsch. 84%, das reicht. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es funktioniert, von daher alles gut.
83%, das reicht auch. Das reicht definitiv. Ich guck jetzt mal, dass ich möglichst immer einen nur wegschicken muss. 84%, das passt. Oh, nach Paris. Nach Paris können wir auch welche schicken, das ist auch schön. Ja, das müsste gut sein. Okay, und zwei lassen wir uns mal hier.